Der erste Teil des Stadtrundganges beginnt an der Piazza Santa Maria Novella. Der Platz wird im Norden von der Basilica Santa Maria Novella begrenzt. Im Süden liegt das ehemalige San Paolo Hospital, heute Museum des 20. Jahrhunderts. Ein kurzer Weg führt uns zu den Grabkapellen der Medici im Bereich der Piazza di San Lorenzo mit der Basilica di San Lorenzo. Am Nordende des Platzes gehen wir durch einen belebten Straßenmarkt zum Zentralmarkt. Im Erdgeschoss befinden sich Marktstände. In diesem Bereich, der nur an Werktagen geöffnet ist, kauft die einheimische Bevölkerung zu günstigen Preisen ein. Im Obergeschoss befinden sich Restaurants. Es gibt eine Spielecke und eine Kochschule. Die Kochschule bietet interessierten Gästen täglich mehrmals 1,5 bis 2 Stunden Kochkurse zu unterschiedlichen italienischen Gerichten. Zurück zur Piazza di San Lorenzo findet sich am Ostende der Piazza der Palazzo Medici Riccardi. Ursprünglich Wohnsitz der Medici und Sitz der damaligen weltumspannenden Medici Bank. Wenige Schritte weiter erreichen wir den Domplatz mit dem Baptisterium San Giovanni. Sehenswert sind die 3 Bronzeportale der Kirche. Gegenüber der Taufkirche steht die Kathedrale mit der prächtigen Westfassade, dem freistehenden Campanile Giottos und der freitragenden Kuppel Brunelleschis. Am westlichen Ende des Domplatzes gehen wir die Via Roma Richtung Arno. Vorbei an der Piazza della Repubblica zur Kirche aus San Michele. Ursprünglich ein Getreidespeicher, wurde das Gebäude später zu einer Kultstätte, zu einem religiösen Kleinod. Gleich daneben der Mercato Nuovo. Bereits im 11. Jahrhundert fanden hier Märkte statt. Die bestehende Loggia wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Das Berühren der Schweinenase soll Glück bringen. Wieder nur wenige Schritte weiter erreichen wir die Piazza della Signoria mit dem Palazzo Vecchio und der Loggia Lanzi. Sehenswerter Renaissance-Innenhof des Palazzo Vecchio. Von der Piazza della Signoria machen wir einen kurzen Abstecher zur Piazza di Santa Croce. Die Basilica Santa Croce beherbergt Grabmäler vieler berühmter Italiener, zum Beispiel Machiavelli, Michelangelo, Galileo, Galileo und andere. Am Weg zurück machen wir einen kurzen Stopp bei der Piazza San Firenze mit dem Palazzo del Pacello und dem Gebäudekomplex San Firenze, einer Kirche, Palast und Oratorium. Von der Piazza della Signoria gehen wir über die Via Por Santa Maria zur Ponte Vecchio. Im zweiten Teil des Bummels durch Florenz gehen wir zusammen über die Ponte Vecchio zum Palazzo Pitti und durch die Bogenbrücke.